Ihr wolltet mehr Lochmuster sehen und deswegen zeige ich euch heute dieses Pfeilmuster. Damit die Form dieses Musters schön zur Geltung kommt, spanne ich es nach dem Stricken. Also schaltet kurz auf die Pause-Taste, schnappt euch eure Stricknadeln und strickt mit mir mit. Gut, und ich glaube, wir fangen gleich an. Ich brauche für das Muster eine Maschenanzahl, die teilbar durch 10 plus eine Masche ist. Hier schlage ich 21 an. Für das Gespannte habe ich 31 angeschlagen. Ihr könnt zusätzliche Randmaschen machen, müsst es aber doch nicht. Das Muster besteht übrigens aus 4 Reihen. 2 Reihen davon sind Rückreihen und deswegen müsst ihr euch gar nicht so viel merken. Die erste Reihe geht ganz einfach. Wir stricken nämlich die Randmasche rechts und die restlichen Maschen stricke ich links. Ich stricke übrigens einen Knötchenrand. Das bedeutet, dass ich die erste und die letzte Masche rechts stricke. Ich habe 21 Maschen angeschlagen und deswegen habe ich zweimal den Mustersatz. Hättet ihr 31, würdet ihr das dreimal stricken. Gut, jetzt sind wir schon am Ende der Reihe. Nun beginnt die Musterreihe. Und die letzte Masche ist ja eine Randmasche und die stricken wir rechts. Die Randmasche rechts. Und nun wiederholen wir einen Umschlag, zwei Maschen überzogen zusammenstricken, eine abheben, eine stricken und die abgehobene über die gestrickte ziehen. Noch einmal einen Umschlag und zwei überzogen zusammenstricken. Also eine abheben, eine rechts stricken und die abgehobene über die gestrickte drüber ziehen. Dann eine rechte Masche. Und nun stricken wir zwei Maschen rechts zusammen. Also einfach nur zwei Maschen rechts gemeinsam abstricken. Einen Umschlag und noch einmal. Zwei Maschen rechts zusammen, einen Umschlag und eine rechte Masche. Also einen Umschlag, zwei überzogen zusammenstricken, einen Umschlag, zwei überzogen zusammenstricken, eine Masche rechts, zwei rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, zwei rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts. In der dritten Reihe stricken wir eine Randmasche rechts und alle Maschen links, bis auf die Randmasche wieder. Und das ist auch unsere vorletzte Reihe, danach beginnt das Muster ja wieder von vorne. Und die Randmasche rechts. In der vierten Reihe stricke ich zwei Maschen rechts. Ein Umschlag. Zwei Maschen überzogen zusammenstricken. Also abheben, stricken, drüber ziehen. Ein Umschlag. Drei überzogen zusammenstricken. Das heißt, ich hebe anstelle von einer Masche zwei ab, stricke die nächste und hebe die zwei drüber. Das ergibt eine schönere Mittelmasche, dass die Mittelmasche betont ist. Einen Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken, einen Umschlag und drei rechte Maschen. Wir wiederholen das wieder. Ein Umschlag, zwei Maschen überzogen zusammenstricken, ein Umschlag, drei Maschen überzogen zusammenstricken. Also ich hebe zwei Maschen ab,
stricke eine, hebe beide Maschen drüber. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen und ein Umschlag und zum Schluss, da bleiben nur mal zwei Maschen rechts und die stricke ich auch rechts. Das waren unsere vier Musterreihen. Wenn ihr dieses Muster weiter stricken möchtet, fängt ihr wieder bei Reihe 1 mit den linken Maschen an, dann wieder die Reihe 2, dann Reihe, dann 4 und dann beginnt ihr wieder von vorne. Ich schreibe euch die Musterreihen in die Videobeschreibung. Ich habe euch die Rückseite noch gar nicht gezeigt. Die Rückseite besteht aus Löchern. Ich hoffe, die Anleitung hat euch geholfen und wir sehen uns Montag, Mittwoch oder Freitag. Also in nächster Zeit werden Montag, Mittwoch und Freitag Videos kommen, wie ihr es vielleicht jetzt schon bemerkt habt. Ansonsten wünsche ich euch nur mal einen strickvollen Tag.